Es steht längst fest, meine Damen und Herren, dass Frauen für Dauerleistungen ebenso befähigt sind wie Männer. Und ich glaube, nicht nur im Sport. Aber es gibt Stimmen, die sagen sogar, dass die Damen für Dauerleistungen befähigter sind als Männer. Nun, wie immer das auch sein mag, angesichts dieser Tatsache wundert man sich natürlich nicht darüber, dass die Frauen sich in einer klassischen Leichtathletikdisziplin wiederfinden, die bis vor kurzem nur den Männern allein gehörte, und zwar im Marathonlauf. Heute wurde der zweite internationale Frauenmarathonlauf in Waldnil ausgetragen. 7 Nationen nahmen daran teil. Sie kamen unter anderem aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Klaus Angermann stellt Ihnen zunächst die interessantesten Teilnehmerinnen vor. Die amerikanische Mannschaft für den Marathonlauf vorstellen. Ich bin die Leiterin. Ich heiße Joan Elliott. Ich bin 34 Jahre alt und eine Ärztin aus San Francisco. Und selbstverständlich natürlich aktiv. Söhne. Ich bin froh, hier in Deutschland zu sein. Die anderen sind hier. Das ist Marilyn Paul. I'm 36 years old. 36 Jahre bin ich alt. Ich komme aus Portland, Oregon und habe einen 8-jährigen Sohn. Where I live with my husband and son, who is 8 years old. Insgesamt 9 Läuferinnen haben die Amerikanerin mitgebracht und das ist Nina Kusuc aus New York. 3 Kinder hat sie, 35 Jahre ist sie alt. Und die Tochter, 11 Jahre, ist sogar schon 6 Meilen gerannt, also runde 10 Kilometer. Und die letzte ist unsere amerikanische Meisterin, Judy Eikenberry. Hallo. My name is Judy Eikenberry and I live in Crestline, California with my husband and my 3 children, who are 4 and 6 and 8 and hopefully being good. 3 Kinder hat sie, 6, 4 und 8 Jahre. Kindergärtnerin ist sie gewesen. Jetzt ist sie Hausfrau und die zweitbeste Marathonläuferin der Welt, die sogar zum Empfang der Gemeinde Waldnil mit Laufschuhen angetreten ist. Ernst van Aken, Dr. Ernst van Aken, der Vater der Langstrecklerinnen-Gemeinde, kann man sagen. Er ist Vorkämpfer, Wegbereiter, im wahrsten Sinne des Wortes ein Pionier für den Langstreckensport der Frauen. Christa Wallensick-Kofferschläger aus Barmen, die Vorjahrsiegerin haben wir gesehen, die Französin Chantal Langlassé und die amerikanische Nationalmannschaft. Ein Feld von 45 Läuferinnen aller Altersgattungen gibt sich auf die klassische Strecke von 42,195 Kilometer. Und die älteste Teilnehmerin, sie ist alt, 55 Jahre und kommt aus Hamburg, heißt Eva Maria Westphal. Bald werden wir sie im Bild haben. Das Tempo der ersten Kilometer bestimmen die Amerikanerinnen, die rund eine Woche lang in Waldnil gelebt und trainiert haben. Jeden Tag etwa 2 Stunden. Und das ist sie, die Nummer 241, die Hamburgerin Eva Maria Westphal. Und sie läuft dieses Rennen, ich darf es von wegnehmen, zu Ende ihren, wie vielten, das weiß sie selbst nicht, Marathonlauf. Der Rekordmann der Männer, Manfred Steffni, ein Journalist, der viel Organisatorisches mitgeleistet hat für diesen Lauf. Es sind rund 10 Kilometer eine Rundstrecke zu laufen, 4-mal insgesamt eine, wie es uns immer scheint, schier endlose Straße. Aber dieses Marathonlaufen ist ein großes Erlebnis. Emil Zatopek hat es einmal so genannt. Er sagte, wer etwas gewinnen will, der läuft den Sprint. Wer etwas erleben will, der läuft diese lange Strecke. Nummer 243, die Wolfsburgerin Liane Winter. Sie führt vor der Amerikanerin Judy Eikenberry und dem folgenden Feld. Und das ist die Coach der Amerikanerinnen, die ihnen die Mannschaft ja so charmant vorgestellt hat, Joan Elliott. Auch sie befindet sich im Vorfeld dieser 45 Läuferinnen. Judy Eikenberry, die sich vorgenommen hat, den Weltrekord zu brechen, ihrer Landsmännin Michi Gorman, die nicht mitgekommen ist, um ihre Bestzeit von 2 Stunden 46 Minuten zu verteidigen. Sie konnte nicht mitkommen, weil sie just ein Baby erwartet. Eine Verfolgergruppe, 3 Läuferinnen, die das kalte Buffet, Traubenzucker, Orangenscheiben, Bananen, Tee oder Wasser
verschmähen. Nur mancher langt zu, ein voller Magen. Er schadet im Marathonlauf, sagen viele. Manuela Preuß, die sich sehr, sehr gut hält. Es halten sich eigentlich alle recht gut. Nur 6 von 45 haben diesen zweiten offiziellen Marathonlauf nur für Frauen in Waldnil aufgegeben. Und da haben wir sie wieder. Ein Beispiel, dass Frauen, auch wenn sie nicht mehr zu den Jüngsten zählen, sportliche Leistungen vollbringen können. Da kann man staunen, für wahr. Und wenn man als Mann, so wie ich als Reporter, gewisse Vorurteile hatte gegen den Langstreckenlauf der Frauen, sie sind beseitigt worden in diesen Stunden in Waldnil. Von Jung und Alt. Gejagt wird die Bestzeit der Amerikanerin Gorman. 2 Stunden, 46 Minuten, ich sagte es Ihnen. Und diese hier, Judy Eigenborough, die am Anfang so viel Tempo gemacht hat, sie zeigt Ermüdungserscheinungen. Umso stärker wird aber Liane Winter aus Wolfsburg. Auch ein medizinisches Wunder, kann man sagen, hier die Amerikanerin. Erschöpfungserscheinungen zeigt sie nach etwa 30 Kilometer. Das ist Liane Winter aus Wolfsburg, 32 Jahre alt. Seit 1,5 Jahren läuft sie erst wieder, muss man sagen. Nach einem Achillessehnenabriss 1967 hatte sie fast 6 Jahre pausiert und dann kam sie wieder. Ausdauernd und zäh aus Wolfsburg und sie läuft und läuft. Hat die Spitze in diesem Feld übernommen von der Amerikanerin Judy Eigenbury, der großen Favoritin. Christa Kofferschläger, Walensig, die Vorjahrsiegerin auf der Verfolgung der Amerikanerin, der mitmachen, mitmachen bitte. Und dann ist die Spitzengruppe angeführt von Liane Winter aus Wolfsburg, 3 Läuferinnen. Langlaise Chantal aus Frankreich, die mit dem Stirnband läuft, und Christa Walensig, Kofferschläger. 3 Läuferinnen, die den Sieg vermutlich unter sich ausmachen werden. Aber nicht den Weltrekord erreichen, vielleicht trotz des scharfen Tempos, dem Judy Eigenbury zum Opfer gefallen ist, denn es herrscht ein enorm starker Wind in Waldnil. Manuela Preuß, locker und leicht, wirklich schön anzuschauen, diese Dauerläuferinnen. Sie allerdings muss eine kleine Pause einlegen, die Amerikanerin Marilyn Paul. Aber nach einigen Minuten der Erholung, vielleicht hatte sie auch ein paar Blasen an den Füßen, nach einigen Minuten der Erholung lief auch sie weiter und kam auch sie ins Ziel. Die Spitzengruppe Christa Walensig, Kofferschläger, ist abgefallen. Die Spitzengruppe Liane Winter aus Wolfsburg und die Französin Chantal Laglace. Wie eine Indianerin sieht sie aus, eine 19-Jährige, die Beifall bekommt von der überrundeten Hamburgerin Eva Maria Westphal, die Spaß hat trotz der großen Anstrengung. Und das ist die Siegerin, das ist Liane Winter aus Wolfsburg. Nach 2 Stunden und 50 Minuten durchläuft sie in neuer Europarekordzeit das Ziel des Marathonlaufes von Waldnil. Eine Siegerin, die Dr. Ernst van Aken, der Organisator dieser Veranstaltung, vorausgesagt hatte, aber an die viele nicht glauben wollen. Zweite, die Französin Danclas mit einem Rückstand von etwa 16 Sekunden. Und dritte, Christa Kofferschläger Fahlensig, die Vorjahressiegerin. Bestzeiten fielen am laufenden Band. 7 Läuferinnen unter der magischen Grenze von 3 Stunden über die 42 Kilometer. Auch der amerikanische Coach und Judy Eigenbury. Und als die Zuschauer Beifall spendeten für die Ersten, da wurden noch einige andere Läuferinnen auf die letzte Runde, auf die letzten 10 Kilometer geschickt. Und auch sie, Eva Maria Westphal aus Hamburg. Aber sie lief im Gefühl des Triumphes, etwas Großes für sich selbst geleistet zu haben. Respekt vor den Damen, meine Herren.